Hi zusammen, willkommen zum ersten Video-Tutorial Abschlussarbeit in Word 2011 Mac. Und Mac bedeutet hier einfach Mac-Version, das heißt, wir arbeiten mit Word 2011 und in diesem ersten Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ein Inhaltsverzeichnis erstellen könnt. Und wie ihr seht, habe ich hier ein ganz tolles Deckblatt erstellt, Abschlussarbeit in Word 2011 Mac. Und nun gehen wir auf die nächste Seite. Zack, Umbruch, nächste Seite und fügen jetzt hier mal ein wenig Text ein, machen die Schriftgröße auf 12 und nennen das Ganze Einleitung, bla bla bla, machen hier einfach mal ein bisschen Fülltext rein, so, zack, zack. So, dann haben wir eigentliches Thema der Arbeit als nächsten Punkt, auch wieder mit ziemlich viel Text und bla bla über ein paar Seiten. Dann kommen wir zum nächsten Themenpunkt, den nennen wir nächstes Thema der Arbeit. Ist doch egal, irgendein Quatsch und das noch dazu. So, wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt eine ganz hochqualitativ fertige Arbeit und müssen die Überschriften definieren, so wie es sind. Dazu markieren wir die Überschrift, die wir definieren möchten als eine solche und gehen dazu unter Start, unter dem Bereich Format Vorlagen. Und hier haben wir Standard, Kleinerum und so weiter und hier ist relevant Überschrift 1, weil es eine große Überschrift ist, also definieren wir sie auch als solche. Ihr seht, haben wir jetzt hier einen Absatz bekommen und das Ganze ist in blau und in einer anderen Schriftart. Das möchten wir jetzt in diesem Fall nicht, also klicken wir mit dem rechten Mausklick auf Überschrift 1 und sagen Ändern. Danach haben wir die Möglichkeit, diese Einstellung zu ändern. Ändern wir erstmal auf schwarze Farbe, dann suchen wir hier die richtige Schriftart aus, nehmen wir Arial, sagen die Schriftgröße ist 14, oh sorry, jetzt habe ich schon Enter gedrückt, Schriftgröße 14 und Fett. Und danach haben wir die Möglichkeit, hier auch noch unter Format weitere Sachen einzutragen. Gehen wir hierzu auf den Punkt Nummerierung und wählen hier die Nummerierung aus, die uns gefällt, die wir haben möchten oder müssen. Zack, nehmen wir diese hier und die ist soweit in Ordnung, sagen okay. Ihr seht, ist hier auch immer so ein kleines Beispiel bei. Und das gefällt uns nicht, also klicken wir das weg, weil wir möchten es nicht eingerückt haben. Zugleich können wir auch noch, sorry, hier Absätze einstellen, die wir komplett rausnehmen, so, und fügen wir jetzt hier noch so ein bisschen Absatz mit hinzu. Mensch, sorry. Und das bestätigen mit OK. So, wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt hier die Überschrift 1.Einleitung und danach den Text, auch ein richtiger Abstand, der vorhanden ist. Das gefällt uns jetzt ganz gut. Können wir natürlich auch individuell anpassen. Im nächsten kommen wir zum nächsten Thema, eigentliches Thema der Arbeit. Und das wird eine Überschrift 2. Klicken Sie als solche an, können aber auch noch hier sagen, ändern und machen jetzt hier bei der Formatvorlage basiert auf einen Bezug zur Überschrift 1 und für den nächsten Absatz ebenfalls. Dann zieht er sich nämlich hier schon ein paar Daten aus der Überschrift 1. Mensch, sorry. So, das machen wir auch wieder in Schriftgröße, nee, diesmal Schriftgröße 13, Schriftart Arial. Passen die Nummerierung auch noch an. Sagen wir hier unter Anpassen, da soll bei 1 Punkt weitermachen, damit wir die, genau, die Unterpunkte bekommen. Absätze sind soweit in Ordnung, bestätigen es mit okay. Und wir haben unsere zweite Überschrift. Na, wieso hat er die jetzt hier umgeändert? Das ist jetzt nicht korrekt, das gucken wir uns mal schnell an. Da haben wir irgendwo einen kleinen Fehler drin. Ah, weil ich das jetzt angepasst habe, glaube ich, meckert er jetzt hier. Nehmen wir mal diesen hier und dann sollte es wieder passen, ja. 1 Punkt und 1.1. So, aber hier stimmt der Absatz nicht, den habe ich jetzt nicht beachtet. Also nehmen wir den Absatz hier wieder nach links und sagen okay.
Genau, jetzt ist es auch wieder in einer Linie. Ja, und danach, diese Einstellung müsst ihr natürlich nur einmalig machen, wird gespeichert und beim nächsten könnt ihr dann hingehen, sagen wir jetzt hier, zack, haben wir wieder eine Überschrift 1, seht ihr, 2 Punkt, haben wir das nächste Thema, bla. So, dann als nächstes gehen wir auf die Titelseite, sagen wieder Layout, Umbruch, nächste Seite und dann unter. Na, wo haben wir es denn jetzt? Müssen wir, jetzt sehe ich es gerade nicht, müssen wir als nächstes das Inhaltsverzeichnis einfügen. Können das natürlich über den Button einfügen oben machen. Aber eigentlich müsste es hierfür auch einen Button hier geben. Den ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht direkt sehe. Literaturverzeichnis ist es nicht. Das ist klar. Ach, hier ist es doch. Mensch. Sorry dafür. War gerade ein bisschen verwirrt. Steht ja auch hier drüber, Inhaltsverzeichnis. Also einfach auf Inhaltsverzeichnis klicken. Das Design kann man natürlich auch nochmal beliebig ein anderes wählen oder auch anpassen. Wir nehmen jetzt einfach dieses standardmäßige, können das natürlich komplett markieren in der richtigen Farbe, Schriftart etc. alles ändern. Brauchen wir jetzt nicht, geht hier rein um ein Beispiel. Also, wie ihr seht, haben wir jetzt hier ein Inhaltsverzeichnis automatisch erstellt bekommen. Und das Interessante und wirklich Wichtige und Vorteilhafte für die Arbeit dabei ist, dass es interaktiv arbeitet. Das bedeutet, nehmen wir an, ihr arbeitet jetzt so toll an eurer Arbeit und sagt, nee, der ganze Käse hier, das war alles Quatsch, was ich da von mir gegeben habe. Und der Text wird deutlich kürzer, so dass auf einmal das Thema 2 Punkt auf die Seite ganz deutlich nach oben rutscht. So, und händisch müsstet ihr das jetzt komplett abändern und neu machen. Hier gibt es aber die Möglichkeit, indem ihr auf diesen Pfeil klickt, neben dem Inhaltsverzeichnis, Tabelle aktualisieren. Hier habt ihr jetzt zwei Auswahlmöglichkeiten, nur Seitenzahlen aktualisieren und ganzes Verzeichnis aktualisieren. Und da ich jetzt nichts Inhaltliches, also an den Themenüberschriften getan habe, können wir hier nur die Seitenzahlen aktualisieren und OK sagen. Und achtet mal darauf, Seite 3, Seite 3, Seite 5. Zack, Seite 3, Seite 3, Seite 3, weil alles auf Seite 3 beginnt. Wie ihr sehen könnt, 1. Einleitung ist hier, 1.1.1, eigentliches Thema der Arbeit ist auch hier und nächstes Thema ebenfalls. Wenn wir jetzt einfach mal ganz flott hier einen Absatz einfügen, sollte der gleich auf Seite 4 erscheinen. Also wieder entweder hier auf den Pfeil klicken oder rechter Mausklick, Felder aktualisieren, OK sagen und wie ihr seht, haben wir hier die Änderung direkt drin. Das gleiche gilt natürlich für Überschriften, Titel. Einleitung der tollen Arbeit, die wir hier machen. Und dazu müsst ihr dann wieder den rechten Mausklick, Felder aktualisieren. Hier aber sagen gesamtes oder ganzes Verzeichnis aktualisieren und mit OK bestätigen. Und wie ihr sehen könnt, wird der neue Titel für 1 Punkt direkt hier eingefügt. Also es ist wirklich ganz einfach. Wichtig ist halt nur mit den Formatvorlagen hier unter Start, Formatvorlagen zu arbeiten und die Überschriften immer als solche richtig zu definieren. Das ist alles. Wenn Fragen sind, einfach in die Kommentare.